Herzlich willkommen zum Fachvortrag Erklär- und Lernvideos mit Legetechnik erstellen. Mein Name ist Matthias Kostschewa, ich bin Digitalisierungsbeauftragter für die Lehrerbildung hier an der Hochschule Bochum und freue mich, Ihnen diesen Fachvortrag präsentieren zu können. Dies ist ein relativ spezielles Angebot im Rahmen des Hope Teachers Day, denn es gibt zu diesem Thema diesen Fachvortrag. Es gehört kein Workshop oder Ähnliches dazu, sondern dieser Fachvortrag steht tatsächlich für sich. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einen ersten Einblick in das Thematik Erklär- und Lernvideos erstellen geben und dabei mich vor allem auf die Technik Legetechnik konzentrieren. Ich werde gleich jetzt eine Präsentation starten, sodass Sie die Möglichkeit haben, auch die Folien zu sehen, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Dafür gebe ich hier einmal in dieser Software mein Bildschirm frei. Und dann sollten Sie jetzt auch meine Folien sehen können. Wenn ich gesagt bin, habe ich gerade bereits. Sie finden hier auch noch Kontaktdaten, sollten Sie Interesse haben, sich über das Thema auszutauschen. Unter anderem bin ich auch in Social Media aktiv, @matkost04. Sie kennen ja mit Sicherheit den Hashtag dieser Veranstaltung, #RUPCD. Ja, wenn wir über Erklär- und Lernvideos uns Gedanken machen wollen, dann will ich ganz kurz berichten über das Thema Videogestaltung, also ein bisschen Form und Perspektiven, die man dafür einnehmen kann. Dafür habe ich hier rausgesucht erstmal so ein paar Arten von Erklär- und Lernvideos, die sich durch ihre Machart unterscheiden. Wir sehen hier einmal den Bereich Screencasts und Tutorials, aufgeteilt in drei Beispiele, wie solche Screencasts und Tutorials aufgebaut sein können. Screencasts und Tutorials sind relativ beliebt im World Wide Web. Man findet das gerade, wie auch hier, links zu sehen, wenn eine Software erklärt werden soll. Hier sehen wir zum Beispiel eine Smartboard-Software. Aber Screencasts und Tutorials können auch noch anders gestaltet werden. Kern ist aber immer, dass der Bildschirm abgefilmt wird. Manchmal ist dann tatsächlich das zu sehen, wie eine Software, was wir sonst auch auf dem Bildschirm sehen. Oder aber, wie oben rechts, wo eine PowerPoint abgefilmt wurde, hat man eine ganz spezielle Oberfläche sich ausgesucht. PowerPoint abfilmen ist vielleicht die einfachste Art und Weise, ein erstes Erklärvideo zu erstellen, wenn Materialien vielleicht sowieso schon existieren. Also für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht auch mal auf die Schnelle ein Video erstellen sollen, ist das eine vernünftige Alternative. Unten in der Mitte sehen wir auch eine Form eines Screencasts, in diesem Fall mit einem Tablet aufgenommen. Es wurde mit einem Stift auf diesem Tablet geschrieben und dieses wurde abgefilmt. Einzelne Tablets, zum Beispiel mit der Marke mit dem Apfel drauf, bieten eine Funktion sowieso schon dabei, ohne dass man eine zusätzliche Software benötigt. Also es kommt etwas Bordinternes mit. Weitere Formen von Erklär- und Lernvideos sind tatsächlich natürlich klassische Filme. Links bin ich einmal selber zu sehen, wie ich die Benutzung eines Interactive Whiteboards erkläre und in diesem Fall einfach vor einem solchen stehe. Unten in der Mitte vielleicht so die einfachste Form tatsächlich des Erklärvideos, einfach das Abfilmen, in diesem Fall einer Vorlesung. Auch das ist natürlich möglich. Oder oben rechts deutlich aufwendiger. Hier hat sich der Kollege Jürgen Handke, Professor an der Uni Marburg, per Greenscreen selber in seine Präsentation hineingesetzt. Sowas ist natürlich auch möglich, allerdings auch mit etwas mehr Aufwand, zumindest mal in der Nachbereitung eines Videos versehen. Was wir ebenfalls aufzeichnen können, wir hatten die Formate, die wir gerade hatten, gehen viel in diese Richtung, nennen wir es mal Talking Head. Genau das, was ich jetzt eigentlich mache, also eine Person, die vor der Kamera sitzt und dabei gefilmt wird, berichtet, erzählt, Wissen vermittelt. Wir können natürlich auch auf eine Gesprächsform gehen. Interviews und Gespräche sind eine hervorragende Möglichkeit für Lernvideos. Wir sehen einmal links ein Interview, in der wirklich nur die Person zu sehen ist, der Fragen gestellt werden. Wir sehen hier auch eine relativ typische Interviewperspektive. Das heißt, die Person schaut nicht direkt in die Kameralinse, sondern knapp an der vorbei. Dadurch haben wir als Zuschauer oder Zuschauerin das Gefühl, hier findet tatsächlich ein Gespräch statt. Fragen können bei sowas zum Beispiel wie hier eingeblendet oder auch eingesprochen werden. Oben rechts haben wir tatsächlich eher ein Gespräch, in dem Fall auch relativ aufwendig gemacht, der Kollegen von OnCampus an der TH Lübeck, nämlich mit einer Außenaufnahme. Außenaufnahme bringen natürlich tontechnisch besondere Herausforderungen mit sich, sorgen aber auch für eine tolle Videoatmosphäre. Und
wir müssen uns natürlich immer bei diesem Thema fragen, ist es überhaupt notwendig, dass ein Bild zu sehen ist? Für viele Fälle ja, da wollen wir ja gezielt in Lehr-Lern-Kontexten visualisieren, aber wir können manchmal auch besser auf reine Audio-Dinge gehen. Also Podcasts sind auch eine Möglichkeit, sich wirklich auf Audio zu fokussieren, gerade wenn Sie zum Beispiel Lern- oder Erklärvideos mit Ihren Schülerinnen und Schülern erstellen wollen. Die letzte Form, die ich mir jetzt für diesen Fachvortrag ausgewählt habe, sind Animationen, wobei Animation hier als sehr weiter Begriff begriffen wird. Wir sehen einmal links die sogenannte Legetechnik. Das ist auch das, wo ich gleich noch näher drauf eingehen möchte. Die vielleicht einfachste Art und Weise, eine Animation in einem Erklärfilm zu gestalten. Oben rechts haben wir ein sogenanntes Stop-Motion-Video, in diesem Fall mit Spielfiguren eines bekannten Herstellers. Hier werden einzelne Fotos gemacht und mit Hilfe zum Beispiel einer App oder eines Videoschnittprogramms aneinandergefügt, mit einem Effekt versehen, sodass man das Gefühl hat, die Figuren würden sich bewegen. Auch das ist eine Möglichkeit für Erklärfilme. Und unten haben wir tatsächlich eine Software, die verwendet wurde, um solche Filme zu erstellen. Hier gibt es verschiedene Dinge. My Simple Show ist vielleicht ziemlich bekannt. In diesem Fall ist es GoAnimate, was für den Screenshot herhält. Verschiedene Dinge, die möglich sind. Mal mit mehr Aufwand verbunden, teilweise auch mit Kosten verbunden. Dafür deutlich professioneller im Aussehen. Das sind erstmal so verschiedene Formen von Erklär- und Lernvideos. All diese Aspekte sind durchaus geeignet für den schulischen Einsatz. Doch solche Videos zu erstellen, Animationen zu erstellen, selber vor der Kamera zu stehen. Dafür sind häufig relativ viele Geräte und Equipment notwendig. Ein wirklich gutes Video lässt sich zwar schon mit dem eigenen Smartphone filmen, aber wenn man auf Aspekte wie Licht geht, wie eine gute Tonqualität geht, sobald eigentlich mehrere Leute vor der Kamera agieren, da kann es schon mal relativ komplex werden. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt gleich die Legetechnik näher vorstellen. Ein Beispiel für Legetechnik finden Sie unter diesem Video. Es ist ein Beispiel für Legetechnik und gleichzeitig ist es aber auch inhaltlich interessant, denn es geht um die kognitive Theorie des multimedialen Lernens, die man sich durchaus mal ansehen kann, wenn man multimediale Inhalte erstellen oder bewerten möchte. Den Link zu diesem Video finden Sie auch unter diesem Fachvortrag direkt. Was Sie dort sehen, ist ein Erklärfilm mit Legetechnik. Den können Sie sich als Beispiel wunderbar mal anschauen. Halten Sie dazu gerne jetzt diesen Fachvortrag an und wechseln Sie einmal rüber zu YouTube. So, ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ist noch von mir selbst erstellt worden, tatsächlich noch zu Zeiten als Student. Und hier sahen Sie jetzt mal, wie so ein Erklärfilm mit Legetechnik konkret aussehen kann. Und nun wollen wir uns ein bisschen systematischer dem Thema noch nähern. Bevor wir das allerdings machen, habe ich noch einen Literaturtipp für Sie. Dieses Buch ist im April diesen Jahres, also April 2020, erschienen und vermittelt vor allem theoretische Grundlagen zum Lernen und Lehren mit Tutorials und Erklärvideos. Es geht hier in diesem Buch weniger darum, wie man konkret Videos umsetzt, also mit welcher Technik, mit welcher App, sondern wirklich, was steckt eigentlich didaktisch dahinter, welche Potenziale sind da und wo haben wir auch Hürden und Herausforderungen, auf die wir eingehen müssen. Daher der Hinweis auf dieses Buch. Nun aber konkret Legetechnik. Legetechnik ist die vielleicht einfachste Animation, die möglich ist in einem Video. Und zwar eine Animation mit unseren Händen und irgendwelchen Elementen, die gebastelt, gezeichnet oder auch gedruckt wurden. Diese Elemente werden bei der Legetechnik ins Bild hineingelegt, daher Legetechnik, und auch gewischt. Gerade beim Rauslegen bzw. Wischen ist die Wischtechnik bei der sogenannten Legetechnik die häufigere verwendete. Damit der Effekt möglichst gut ist, brauchen wir bei der Legetechnik eine Kamera, die senkrecht auf unsere Oberfläche, zum Beispiel einen Tisch, filmt. Damit so etwas gut geht, können Sie zum Beispiel eine solche Filmkiste verwenden. Ich habe selber mal ein Video erstellt, wie eine solche Filmkiste zu bauen ist. Was Sie hier sehen, ist einfach eine durchsichtige Kiste, die es bei einem sehr bekannten schwedischen Möbelhaus gibt. Und bei dieser Kiste ist eine Wand herausgesägt worden und oben ist noch ein Loch hineingeschnitten worden,
Oben auf das Loch wird die Kamera, zum Beispiel von einem Handy oder Tablet, positioniert und dann hat man unten die Fläche, um Objekte zu legen und zu wischen. Den Link zu diesem Video erhalten Sie natürlich auch noch. So eine Filmkiste ist enorm praktisch, sehr einfach und günstig herzustellen und ermöglicht es, mit simpelster Technik Videos wirklich zu produzieren. Wir brauchen ansonsten an Equipment gar nicht viel, schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Das Schöne, und dafür springe ich noch einmal zurück, bei Legetechnik ist für mich, dass hier sehr viel Kreativität möglich ist. Beim Basteln, Zeichnen und Auswählen der Elemente kann man sehr viel Kreativität geltend machen. Man hat sehr viel Freiraum. Sie sehen an diesem Beispiel hier im Screenshot, dass sehr unterschiedliche Sachen möglich sind. Und man findet immer Möglichkeiten, etwas zu nehmen. Manche haben Zeichentalent und machen es lieber selber. Andere, so wie ich auch, drucken sich eher Objekte aus. Anleitung zur Legetechnik und das Beispielvideo erneut gibt es auch nochmal hier als Links. Über diese kurzen Links können Sie es auch selber schnell in den Browser eintippen. Als Tipp, wo Sie noch mehr Informationen außer diesem Fachvortrag finden, möchte ich Ihnen diese Seite vom OER Campus empfehlen. OER Campus ist ein Projekt der OER Camps, kommt jetzt quasi aus der Corona-Zeit. Dort haben einige Kollegen, bei denen ich auch beteiligt war, Kurse erstellt rund um das Thema Open Educational Resources. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, finden Sie Informationen dazu auch in einem der bildungswissenschaftlichen Angebote. Denn am 31.10. biete ich einen Workshop zu diesem Thema an. Beim OER Campus, die Adresse sehen Sie unten eingeblendet, gibt es einen Kurs zum Thema Audio-Video als OER. Auch da gibt es nochmal hilfreiche Tipps rund um das Thema Legetechnik oder zum Beispiel auch Stop-Motion, was wir ja gerade auch kennengelernt haben kurz. Und hier finden Sie auch das Video zum Bau einer Filmkiste. Dieses außerdem noch auf dem YouTube-Kanal der PSE zu finden. Dieser ist in diesem Kurs über die rechte Seitenleiste verlinkt. Nun wollen wir ein Video wirklich machen. Was brauchen wir jetzt eigentlich ganz konkret dafür? Und ich habe diesen Teil jetzt nicht nur auf Legetechnik gefasst, sondern noch ein bisschen allgemeiner formuliert. Zunächst sollten wir uns natürlich Gedanken machen, was wollen wir inhaltlich überhaupt tun? Und das gilt jetzt sowohl dafür, wenn Sie selber Erklär- und Lernfilme erstellen wollen, als auch wenn Ihre Schülerinnen und Schüler dies machen sollen. Denn Erklärfilme eignen sich hervorragend als Projektarbeiten für Schülerinnen und Schüler. Erstens brauchen wir eine Idee, also einen Inhalt. Manchmal hilft es auch, den zum Beispiel in einem kurzen Exposé zu formulieren. Und dann brauchen wir sowas wie ein Drehbuch oder ein Storyboard. Drehbuch ist schon relativ umfangreich und detailliert. Was passiert wie, wo und wann? Ein Storyboard ist eher eine Skizze von dem, was passieren soll. Ich zeige gleich nochmal ein Beispiel. Wenn wir so ein Storyboard haben, wo wir auch immer den Text, der gesprochen werden soll, formulieren können, dann geht es darum zu überlegen, wann drehen wir, wie drehen wir. Bei manchen Projekten, zum Beispiel Erklärvideos mit Schülerinnen und Schülern erstellen, könnte das Teil Ihres Lehrplans sein, was hier aufgeschrieben wird. Aber es kann auch den Schülerinnen und Schülern helfen, sich, wenn das ein Projekt über einen längeren Zeitraum ist, zu organisieren. Und da muss natürlich gedreht werden. Jetzt aber nochmal zurück zum Storyboard. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht, wie so ein Storyboard aussehen kann. Wir sehen hier eine Fläche für eine Zeichnung, jetzt in diesem Beispiel schon relativ toll gezeichnet. Es reichen im Zweifelsfall aber auch Strichmännchen. Und es gibt Dinge, die wir ausfüllen können. Zum Beispiel, was soll passieren und was soll dabei gesagt und besprochen werden. Es gibt im Netz hunderte Vorlagen für Storyboards. Geben Sie es einfach mal in Ihre Lieblingssuchmaschine ein und Sie werden garantiert eine Vorlage finden, die Ihren Vorstellungen entspricht. Ansonsten ist es auch ganz leicht, so etwas zum Beispiel in Microsoft Word selber zu erstellen. Ein Storyboard ist in mehreren Dingen jetzt aber sehr hilfreich. Nicht nur, dass wir uns vorher klar machen, was wollen wir tun und die Idee quasi zu Papier bringen, es eignet sich auch hervorragend als Ergebnissicherung, wenn Sie Erklärvideos mit Schülerinnen und Schülern erstellen wollen. Nun wollen wir loslegen. Was brauchen wir eigentlich? Es gibt, sagen wir mal, eine Basisausstattung, die extrem hilfreich ist. Dazu zählt ein Smartphone oder Tablet. Wenn wir in aktuelle Studien, zum Beispiel die GYMS-Studie, schauen, sehen wir, dass nahezu jede Schülerin, jeder Schüler ab, sagen wir mal, Klasse 7 ein solches Gerät hat. Wenn Sie das dann in Gruppenarbeiten organisieren, können Sie quasi sicher sein, dass jede Gruppe Videos erstellen kann.
Das heißt, ein Smartphone, Tablet mit einer ordentlichen Kamera, weil gute Kamera, ehrlich gesagt, haben die Geräte alle, das ist ganz leicht in der Schule zu finden. Natürlich muss Ihre Schulordnung die Benutzung des Handys für Unterrichtszwecke zulassen. Aber sagen wir mal ehrlich, im Jahr 2020 sollte das selbstverständlich sein, auch wenn ich genau weiß, dass es nicht ist. Soll es nicht der Fall sein, nehmen Sie das gern zum Anlass, mal mit Ihrer Schulleitung darüber zu sprechen. Dann brauchen wir irgendetwas, womit wir ja Handy, Tablet fixieren können. Beim Thema Legetechnik zum Beispiel eine solche Filmkiste. Die können wir für sehr wenige Euros selber basteln. Ansonsten hilft auch ein Stativ, was man, wenn die Stative für ab 10 Euro in handelsüblichen Läden bekommen kann. Was ich immer empfehle, das sehen Sie jetzt in diesem Video nur sehr klein, ist ein solches Lavaliermikrofon. Die Mikrofone der Handys sind okay, auch damit können wir schon was machen, aber so ein externes Mikrofon halte ich für eine sehr sinnvolle Investition. Auch so etwas gibt es bereits ab 10 Euro zu kaufen. Und dann können wir uns natürlich bei der Erstellung noch Gedanken machen über Location und Licht. Location deswegen, wenn wir im Hochsommer filmen wollen und die Sonne strahlt sehr hell und grell, dann ist das zum Filmen vielleicht nicht optimal, zumindest wenn ich Details genau erkennen möchte, weil die Tendenz zur Überbelichtung ist. Das heißt, überlegen Sie sich vorher, welche Lichtverhältnisse haben Sie. Natürliches Tageslicht ist zum Filmen grundsätzlich am besten. Externe Lichtquellen sind in der Schule eher selten, auch wenn Sie hier auf einigen Online-Kaufhäusern und Plattformen durchaus sehr günstig sich eindecken können. Wenn möglich, nutzen Sie aber einfach natürliches Licht, also Sonnen- bzw. Tageslicht. So ein Video zu erstellen, dafür muss man natürlich nicht nur Dinge nehmen, die man selbst erstellt hat. Man kann auch Zusatzmaterial sich online suchen. Dabei ist es natürlich wichtig, Urheberrechte zu beachten. Da wieder der Hinweis auf den Workshop am Samstag. Es gibt übrigens, wenn Sie unter dem Workshop Materialien gucken, auch einen kostenlosen Kurzkurs von 45 Minuten, wo ich die Grundlagen erkläre, rund um freie Lizenzen im Netz. Die Plattformen, die Sie hier auf der Folie sehen, ermöglichen uns auch, Zusatzmaterialien für Videos zu finden. Pixabay und Pexels haben Videos, die wir verwenden können. Manchmal so einfache Dinge, dass wir eine tolle Perspektive eines Drohnenflugs mit einbauen wollen. Sowas in der Schule zu filmen, eher kompliziert. Hier finden wir kostenfreie Videos, die wir verwenden dürfen. Terra X und auch Bereiche der ARD sind mittlerweile unter freien Lizenzen zur Verfügung. Das heißt, Videos, die dann unter einer solchen freien Lizenz stehen, können Sie auch verwenden. Das finde ich ein sehr tolles Angebot, was die Öffentlich-Rechtlichen uns hier bieten. Und bei Videos ist natürlich auch Ton und Musik nicht ganz uninteressant. Bei FreeSound finden Sie sehr unterschiedliche Musikstücke, die Sie als Hintergrund, als Intro-, Outro-Musik verwenden können oder auch sonstige Soundeffekte. Ansonsten kann ich Ihnen auch sehr die BBC Sound Effects Datenbank empfehlen. Hier sind über 10.000 Töne zu finden, die sich wunderbar auch nicht nur für Video, sondern Audioproduktionen eignen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen ein Hörspiel mit Schülerinnen und Schülern erstellen und brauchen jetzt das Geräusch einer einfahrenden Straßenbahn. So etwas werden Sie dort finden. Eine tolle Datenbank und ein toller Service der BBC. Wenn ein Video erstellt ist, gedreht ist, ist es meistens ja noch nicht fertig. Mein Tipp für Videos für die Schule ist, achten Sie bei der Produktion schon darauf, dass die Nachbearbeitung möglichst gering gehalten wird. Dieses Video, dieser Fachvortrag, den Sie gerade sehen, braucht fast gar keine Nachbearbeitung. Diese wird wenige Minuten kosten. Dafür habe ich hier ein dementsprechendes Setting aufgebaut. Hinter mir zum Beispiel ein Greenscreen, vor mir ein Rundlicht. Ich habe Mikrofon, Kamera vorher getestet und ehrlich gesagt, die Präsentation wird direkt über eine Software eingeblendet, mit der ich aufnehme. Sprich, dieses Video ist ruckzuck fertig geschnitten. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Wenn Sie Geräte von Apple haben, kann ich Ihnen sehr iMovie empfehlen. Eigentlich mag ich das nicht, so Firmennamen so explizit zu erwähnen, aber dieses Programm ist wirklich so intuitiv und simpel und trotzdem bietet es eine breite Möglichkeit, Videos zu schneiden. Da klare Empfehlung. Wenn Sie keine Apple-Geräte haben, können Sie auch auf Software wie zum Beispiel Shotcut, die für sämtliche Betriebssysteme, zumindest bei Desktop-Rechnern, also Linux, Microsoft und macOS, verfügbar. Shotcut ist allerdings schon sehr umfangreich und hat eine Menge Funktionen, gerade für den Anfänger oder die Anfängerin vielleicht etwas unübersichtlich. In dem Kurs bei OER Campus, den ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, finden Sie allerdings auch dazu ein Tutorial. Wenn Sie Audios nachbearbeiten wollen oder die Audiospur eines Videos, dann empfehle ich Ihnen Audacity.
Hier fehlt übrigens ein I, sehe ich gerade in meiner Folie. Das nehmen wir als Fehler mal mit. Also hinten City, wie man es aus dem Englischen kennt. Audacity ist ebenfalls Open Source, ebenfalls für alle möglichen Plattformen verfügbar. Sieht von der Oberfläche ein bisschen altbacken aus, kann aber eine ganze Menge und ist relativ simpel zu bedienen. Auch wenn Sie hierzu Fragen haben, Tipps gibt es im Kurs. Und natürlich finden Sie zu allen möglichen Dingen auch Online-Tutorials über die von Ihnen bevorzugte Suchmaschine. Jetzt fehlt eigentlich noch eine Sache. Obwohl halt, eigentlich zwei. Mein Tipp ist, wenn Sie ein Video erstellen, denken Sie daran, einen Abspann zu erstellen. iMovie, Shotcut können das natürlich. Hier gehören einfach die wichtigsten Informationen rein und meiner Ansicht nach sollte jedes Video einen Abspann haben. Das ist die Postproduktion, die ich hier zu tun habe. Ein Abspann erstellen. Titel des Videos, wer hat es erstellt, wer war beteiligt und auch wann wurde es erstellt. Denn die Aktualität eines Videos sollte zu sehen sein, wenn wir es uns anschauen wollen. Und im Abspann ist natürlich Platz für Copyright-Hinweise. Beispiel, Sie haben ein TerraX-Video verwendet und das steht unter einer speziellen Lizenz, die eine Namensnennung erforderlich macht, CC BY. Dann kann diese Nennung hier im Abspann erfolgen. Da würde man auch nachsuchen, wenn man nach Lizenzhinweisen schaut. Daher sinnvoller Platz. Und Sie können natürlich diesem Video eine eigene Lizenz geben. Sie können sagen, alle Rechte vorbehalten, All Rights Reserved oder man würde sagen, klassisch steht unter Copyright. Oder Sie nutzen auch hier eine freie Lizenz. Wieder der Verweis auf die OER-Fortbildung im Rahmen des Teachers Day. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch fragen, wo veröffentlichen wir das Video? Und das ist vielleicht die schwierigste Frage. Denn die Infrastrukturen für Schulen in Deutschland, was Video-Hosting und Streaming angeht, sieht gar nicht gut aus. Lernplattformen haben mittlerweile mehrere Schulen. Moodle stünde zur Verfügung, wenn Sie es haben wollen. Das heißt dann in NRW Logineo LMS, aber es ist Moodle. Eignet sich nur sehr bedingt dafür, Videos dort hochzuladen. Denn das ist kein Streaming, was über Moodle stattfindet. Das heißt, das Video muss quasi runtergeladen werden. Eher nicht so praktisch. Daher ist es durchaus zu überlegen, Videos extern zu hosten. Allerdings, wenn Sie auf YouTube oder Vimeo liegen, müssen wir uns natürlich datenschutzrechtlich ganz andere Fragen stellen. Hier habe ich keine pauschale Antwort für Sie. Das hängt sehr von Ihrer Situation ab. Welche Zusatzfeatures hat Ihre Schule? Sind Sie vielleicht angegliedert an eine der Schulclouds, die es gibt? EduDocs, HP Schulcloud oder ähnliches? Oder haben Sie ein System, wo Sie große Datenmengen weitergeben können? Das heißt, hier ist eventuell etwas Recherche notwendig. Kleiner Tipp dazu noch. Nutzen Sie Programme wie den VLC-Player, den es ja auch für alle Plattformen gibt. Hiermit lassen sich Videos relativ leicht komprimieren. So können Sie Qualität ein bisschen drosseln. Die ist meistens immer noch gut genug, wenn wir, sage ich mal, 720p zur Verfügung haben. Aber Videos werden schon deutlich kleiner als in Full-HD-Qualität. Das soll es von mir gewesen sein. Außer eine Sache. Ein Tipp habe ich nämlich noch. Das ist der Universitätsverbund DIGGE. Haben Sie vielleicht im Rahmen des Teachers Days an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört. DIGGE ist ein Projekt, an dem auch die PSE der Ruhr-Uni beteiligt ist und an dem ich auch persönlich beteiligt bin. Hier stellen wir Lernmodule zur Verfügung rund um digitales Lehren und Lernen. Das komplette Angebot von DIGGE ist nicht nur kostenlos, sondern Sie haben Zugriff auf alle Lernmodule, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen. Also einfacher geht's nicht. Hier finden Sie auch ein Lernmodul zu Lehrvideos erstellen, was nochmal aus einer etwas anderen Perspektive drauf schaut. Große Empfehlung an das Lernmodul Lehrvideos erstellen von Annette Hansen hier von der RUB. Ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, @matkost04 bei Twitter. Bis dahin.